Hallo, Servus bei Monaco Deluxe, schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute bin ich für euch in Aachenkirchen im Posthotel und ich zeige euch natürlich erst einen kleinen Rundgang durch mein Zimmer, wobei das hier eher eine Suite ist, also nicht nur, sondern wirklich eine Suite, ist der Hammer. Und natürlich Rundgang durchs Hotel, Wellnessbereich und am Ende wie immer mein Fazit für euch. Tag im Pool gewesen, im Spa, das sehr, sehr coole Kamillendampfbad genommen und auch so ein Rosendampfbad, sehr, sehr schön, auch die verschiedenen Pools, das war richtig entspannt, auch die Sonne so ein bisschen noch zu genießen, das Wetter ist wirklich herrlich, mit dem habe ich gar nicht mehr gerechnet, weil der Wetterbericht meinte, schlecht Wetter, deswegen bin ich eigentlich ganz happy, dass es noch schönes Wetter ist. Und jetzt umgezogen und auf geht's zum Abendessen. Freue mich schon. Bin sehr gespannt natürlich, wie immer, was es Tolles hier zum Essen gibt. Und ich zeige es euch natürlich, wie immer, weil ihr seid bei mir natürlich live dabei. Im Restaurant hat man die Qual der Wahl, entweder Menü oder Buffet. Und alles klingt total verlockend. Ich könnte natürlich jetzt auch Buffet und Menü essen, aber das wäre natürlich viel zu viel. Deswegen entscheide ich mich heute nämlich fürs Buffet, denn da gibt es nämlich Spamferkel vom Grill. Oh, da freue ich mich jetzt drauf. Und das Buffet, was es da alles Leckeres zu essen gibt, das zeige ich euch jetzt. Einen wunderschönen guten Morgen. Sitze ich jetzt hier auf der Terrasse. Wunderschön ist es hier, aber ich war gerade eben frühstücken und natürlich zeige ich euch jetzt erstmal einen kleinen Schwenk durchs Frühstücksbuffet. Und es gibt natürlich alles, was man sich vorstellt. Verschiedene Brotsorten, Marmeladen, warme Sachen, auch süße Sachen, so Wäffelchen und Pancakes, frisch gepressten Orangensaft, also alles, was man sich auch nur vorstellt. Ich werde jetzt mich erstmal umziehen, denn es geht jetzt in den Spa und in meiner Insta-Story habe ich dann auch den ganzen Spa-Tag gezeigt und solltest du mir noch nicht auf Instagram folgen, blende ich das dir unten mal ein. Schau mal vorbei, denn meine Insta-Stories zeigen noch ein bisschen mehr, als ich jetzt hier auf YouTube immer zeige. Jetzt bin ich im Atrium-Spa und bekomme gleich eine wunderbare Behandlung, so ein Signature-Treatment. Das lasse ich mir gleich auch noch näher erklären, damit nicht nur ich, sondern auch ihr wisst, was gleich passiert. Also lassen wir uns so einfach überraschen. So, Mensch, wir machen jetzt eine sehr schöne Massage. Da geht es einfach darum, dass Sie ein bisschen abschalten können, runterkommen, Zeit für sich haben. Und da so ganz, ganz vieles halt im Kopf, Nacken, Schulterbereich drinnen steckt, wollen wir da wirklich Hand anlegen. Sie werden merken, es ist eine Verwöhnbehandlung. Wir beginnen an den Füßen, dann gehen wir über den Körper mit einem leichten Pulsing, um einfach locker zu machen, über die Wirbelsäule. Und dann kommt eben Hals, Nacken, Schulter, Kopf dran und ganz speziell für die Männer, damit sie auch mal merken, wie ist es, wenn man im Gesicht ein bisschen verwöhnt wird. Es ist ganz schön. Abreinigen, dann haben wir ganz feine Seidenpinsel, mit denen wird eine tolle Maske aufgetragen, nachher massiert und Sie werden sehen, es ist einfach zum Wohlfühlen, runterkommen, Zeit haben.
Jetzt ist die Behandlung Kraftritual zu Ende und ich muss zugeben, ich bin mega entspannt und voller Energie. Jetzt bin ich hier noch im Ruheraum, noch mal ein bisschen runterkommen, noch was trinken und entspannen. Und dann werde ich ins Bistro gehen, das ist hier direkt bei den Pools. Da kann man auch mit dem Bademantel hingehen, eine Kleinigkeit essen. Und danach habe ich noch mal eine Behandlung fürs Gesicht, zum Jungbleiben. Und ja, dann ist mein Wellness-Tag auch langsam zu Ende schon. Hallo, Servus und guten Morgen zum nächsten Tag hier in Aachenkirchen. Und hinter mir seht ihr den Golfplatz zum Posthotel oder vom Posthotel besser gesagt. Und ich nehme euch heute mit auf eine 9-Loch-Runde. Also seid gespannt. Ihr wisst, wie immer am Ende meiner Videos folgt mein Fazit und auch hier muss ich sagen, es ist wieder toll. Es werdet wieder alle heißen, na, Markus, du findest immer alles toll. Ja, kein Wunder. Ich stelle euch natürlich auch nur Hotels vor, die prinzipiell schon mal sehr interessant sind, wo man sich aber fragt, wo sind die Unterschiede von dem einen zum anderen? Weil alle Hotels, die ich eigentlich vorstelle, sind Top-Hotels mit tollen Sternen und toller Ausstattung und in dem Preis-Leistungs-Verhältnis muss auch alles toll sein. Besonders ist natürlich hier im Posthotel Aachenkirchen das Spa, ich meine über 7000 Quadratmeter. Ganz besonders gefällt mir der versunkene Tempel, so eine Motto-Saunolandschaft, wo eben auch Sauna drin ist, Dampfbad und auch ein Sohle-Dampfbad. Und das war mein persönlicher Favorit, das ist der Hammer gewesen, nicht nur vom Feeling her und vom Dampf und von dem ganzen von der Hardware, sondern auch von der Innenausstattung. Sehr gemütlich zum Liegen gewesen, innen drin so ein kleiner Wasserpool, also wirklich toll. Was auch schön ist, dass der Spa-Bereich sehr groß und weitläufig ist, sodass man sich auch ein bisschen aus dem Weg gehen kann und auch ein bisschen Privatsphäre eben genießen kann. Die verschiedenen Pools laden eben auch zum Verweilen im Sommer ein. Man hat eben draußen die zwei Sohle-Pools und noch einen großen Pool, der nach innen geht, mit so einer Whirl-Ecke, damit so ein Strudel drin, wo man sich so gegen den Strom schwimmen kann. Also man kann jede Menge Zeit hier verbringen, ohne dass man das Gefühl hat, man wiederholt sich. Ich war jetzt hier 3 Nächte und gefühlt hatte ich jeden Tag einen anderen Spa-Bereich besucht. Unheimlich schön sind natürlich auch die Spa-Räume, wo eben auch die Treatments stattfinden. Sehr entspannt, sehr ruhig, auch mit dem Indoor. Also das ist so ein Innenhof, so ein Atrium und da ist dann so ein kleiner und so ein Wasserbereich und dieses Plätschern, was man dann während der Massage so hört, das entspannt natürlich noch mal ein bisschen extra. Gerade im Sommer, wenn dann die Türen offen sind, das ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Und man hat so das Gefühl, man ist irgendwo ganz weit weg, obwohl man eigentlich um die Ecke von München ist, mit nur 1,5 Stunden Fahrzeit nicht mal. Also das ist schon sehr gut aufgerundet. Ist man hier und kann natürlich hier ein schönes Wellness-Wochenende, eine ganze Woche, aber auch einfach nur so einen Kurztrip machen. Essenstechnisch tipptopp, man kann wählen zwischen einem veganen Menü, einem Abendmenü und dem Buffet. Man kann alles kombinieren oder auch einfach alles auf einmal haben wollen. Also ich habe dann gestern Abend 2 Mal die Pasta Bolognese essen müssen, weil die so lecker war und habe dann lieber aufs Dessert verzichtet. Wenn du mehr über das Posthotel Aachenkirchen erfahren willst, solltest du das Monaco Deluxe Print-Abo machen. Das verlinke ich euch unten in der Infobox, denn da kannst du das kostenlos abonnieren und noch mehr über das Posthotel erlesen. Und ich hoffe wie immer, das Video hat dir gefallen. Lass mir einen Daumen hoch da. Und noch viel, viel besser, hier draufklicken und abonnieren. Du weißt, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was dir gefallen könnte. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.